Wir sind 18.02 Uhr von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle alarmiert worden zu einem Gebäudebrand. Dort sind wir jetzt mit 10 Einsatzfahrzeugen entsprechend vor Ort. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellt er sich so dar, dass ein derzeit im Bau befindliches Einfamilienhaus mit einem Holzschuppenanbau auf der rückwärtigen Seite entsprechend im Flammenstand, beziehungsweise der Holzschuppenanbau, und aufgrund der Windverhältnisse stellte sich das für uns so dar, dass schon Gebäudeteile, Dachteile im rückwärtigen Bereich auf das Hauptgebäude übergegangen sind. Es waren bei unserem Eintreffen zu keinem Zeitpunkt Personen vermisst oder gefährdet und auch auf Nachfrage sind keine Tiere entsprechend vorhanden. Aktuell sind wir dabei, halt Dämmungsteile, die auch schon geglüht haben, entsprechend ins Freie zu verbringen und dann abzulöschen. Stand jetzt ist, dass das Feuer in der Gewalt ist. Das heißt, es gibt noch Glutnester, die aufgesucht und abgelöscht werden. Es ist aber augenscheinlich kein Feuer mehr in der Dimension vorhanden, dass noch weitere Kräfte nachgeführt werden müssten zur weiteren Brandbekämpfung.